Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir erzählen Direktor Bloch von unseren Heldentaten. Alle Kobolde sind vertrieben, soweit ich das beurteilen kann. Gute Arbeit. Wie kam es eigentlich zu dem Ungezieferbefall? Naja. Vielleicht waren sie geschäftlich in der Stadt und haben sich verflogen. Das wird sein. Irgendein Witzbold muss sie beschworen haben. Oder der Erzmagier? Wem ich wohl schlecht aussehen lassen in meinem neuen Job. Zum Glück konnte ich die Koboldplage eindämmen. Also, eigentlich war ich das ja. Ja. Schon, aber wer hat es Ihnen befohlen? Na, sehen Sie. Nee. Aber ich habe auch die Bibliothek gefunden. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Ja. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Loses Blatt? Darf ich das vielleicht haben? Ist der Zettel da eine Buchseite vielleicht? Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Danke. Sehr gern. Damit haben wir alle Seiten. Ich mache mich an die Arbeit. Ja. So, dann gehen wir erstmal wieder... in die Bibliothek. Ach, das geht nicht schnell. Okay, dann müssen wir also die Animation über uns ergehen lassen. Die ja doch sehr schön gemacht. Das kann man ja nichts gegen sagen. Nase zu und durch. So. Damit haben wir alle Seiten. Schauen auf den Schreibtisch. Und nähen die mal zusammen. In Ordnung. Ich nähe die 7 zusammen. Die 7. Achso, wahrscheinlich würden wir der Animation sehen. Eine schöne neue Buchlage. So, müssen wir das jetzt damit beschmieren? Besser, ich schmiere den Kleber in den Buchrücken. Okay. Die Gefahr, dass einzelne Seiten zusammenkleben oder alles verschmiert, ist sonst zu groß. Na gut, okay, dann packen wir das in dazu. Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Ja, mach mal. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. So gut wie neu. So, Bücher, mögt ihr mich jetzt? Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. What? Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe. Von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Aha. Du kannst mich lesen? Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest, verblassen unsere Geschichten und wir vergessen, wer wir sind. Oh, das ist sehr traurig. Ich würde euch gerne allen helfen, aber ich habe noch so viel zu tun und ich kann euch unmöglich alle lesen. Bücher lesen ist uralte Magie. Man kann fremde Orte... die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Was bedeutet das?
Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also gut. Mit wem wollen wir anfangen? Ich nehme mich! Du hast gar kein Buch in der Hand. Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit, es war das Zeitalter der Torheit. Wir haben gerade den Erfolg Bücherfreund bekommen. Das war toll! Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Wo kommst du denn jetzt her? Hä? Ist jetzt hier die Bibliothek, oder was? Ja, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lang genug. Jetzt kommen wir hier in die Bibliothek, okay. Dann sagen wir das doch gleich mal Direktor Blochi. Hallo? Warum auch immer da jetzt wieder eine Tür offen ist, keine Ahnung. Aber scheinbar kommt man jetzt auch so da wieder rein. Die Bibliothek ist zurückgekehrt. Die Bibliothek ist zurückgekehrt und der Eingang befindet sich in der Eingangshalle. Verstanden. Das war ziemlich gute Arbeit, oder? Wollen Sie jedes Mal ein Lob, wenn Sie etwas richtig machen, für das Sie bezahlt werden? Ja. Ja, bitte. Okay. Dann Sie. Okay, wir müssen immer noch sauber machen. Vielleicht können wir jetzt mit dem Troll reden. Oder wir schauen nochmal in die Bibliothek, ob es da irgendwas gibt an Büchern über Trolle. Ich habe. Okay, nichts mit ihm zu bereden. Dann gehen wir mal in die Bibliothek. Wow. Wow. Das Leben ist endgültig in diese Bibliothek zurückgekehrt, wie es scheint. Betrachte die Bücher. Eine tolle Truppe. Ich habe nicht jedes der Bücher gelesen. Als ich erst einmal angefangen hatte, haben sich viele Bücher an ihren Text erinnert. Ah. Es war, als seien sie aus einem langen Schlaf erwacht. Ich musste nur ein paar Sätze lesen und sie konnten sich wieder daran erinnern, wer sie sind. Der Text kam zurück, tiefschwarz und gestochen scharf, und sie fingen an, aus sich zu zitieren. Alle auf einmal. Es war fantastisch. Dann reden wir nochmal mit denen. Hallo, Freunde. Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem genießt. Ja, Philosophie. Mhm. Sehr schön. Wilbur, der Bücherfreund, ist zurückgekehrt. Ein Hoch auf unseren König. Yay. Naja, ich habe doch nicht viel getan. Gesunkenen helfen heißt königlich handeln. Euch scheint es ja wieder gut zu gehen. Wir haben so viele Geschichten zu erzählen, so viel Wissen weiterzugeben. Morgen werde ich mit meinen Schülern herkommen. Sie haben ein paar gute Bücher nötig. Und wir brauchen sie. Die Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Die Tür zur Bibliothek ist wieder aufgetaucht. Von jetzt an wird hier wieder mehr los sein. Hoffen wir es. Wir wollen doch nicht, dass sich die Bibliothek unser wieder so schämen muss, dass sie sich versteckt. Ah, deshalb war sie weg. Meinst du, deswegen war sie verschwunden? Philosophiebücher, die keine Gedanken halten können. Wörterbücher, die fast sprachlos sind. Wir waren keine Sammlung, auf die man stolz sein konnte. Das stimmt. Aber lustig. Wozu braucht ihr die Schüler? Du hast vorhin gesagt, ihr braucht die Schüler. Wofür? Du hast es doch selbst erlebt. Bücher, die nicht mehr gelesen werden, verlieren ihre Kraft. Sie verblassen. Sie werden vergessen. Nur so lange, wie gelesen werden, bleiben unsere Ideen und unser Wissen lebendig. Okay, sind denn alle Bücher lebendig? Sind eigentlich alle Bücher hier lebendig? Nein. Auch hier gibt es Bücher, die keine Magie verbreiten können. Einige Bücher bleiben tot. Egal, wie häufig man in ihnen liest. Ich hatte früher in der Schule ein Mathebuch. Bei dem war das so. Kann ich mir vorstellen. Ich muss weiter. Hab noch viel zu tun. Auf Wiedersehen, Wilbur. Und nimm dir Zeit für ein gutes Buch. Jo, immer doch. Mach ich. Da liegt noch ein Buch rum. Und du? Wer bist du? Dich rief die Geister. Was? Werd ich nun nicht los. Okay. Ha, ein passendes Buch. Der Zauberlehrling. Und du? Ha. Ach, die Schublade ist auch wieder da. Das ist ja wunderschön. Da ist noch ein Buch, was wir betrachten können. Was macht die Kamera denn?
Hey, komm mal da. Was ist das hier? Gesetze Aventasiens. Hallo, bist du lebendig? Du beißt mir doch nicht die Finger ab, wenn ich dich aufschlage, oder? In Bracken ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzuschauen. In Belzine ist es Frauen verboten, einen falschen Schnurrbart zu tragen, wenn dieser Tempelbesucher zum Lachen verleiten könnte. Seltsame Gesetze. Aha. Hilft uns aber auch nicht weiter. Lies im Gesetzbuch. Oh, da sind noch vergammelte Bücher. Oh, was ist denn mit diesen Büchern passiert? Eine traurige Geschichte. Das undichte Dach ist ihnen zum Verhängnis geworden. Oh nein. Vielleicht kann ich sie reparieren. Da kommt jede Hilfe zu spät. Warum sprichst du denn plötzlich so? Deswegen sollte man ihnen helfen, bevor sie kaputt gehen. Ach, er schon wieder. Das hatten wir doch schon. Der Bücherfreund hat keine Zeit für Albernheiten. Zeit ist irrelevant. Puh, du bist irrelevant. Die Bücher sind kaputt und wir können nichts daran ändern. Na. Die Bücher haben recht. Ihre Kameraden sind vergammelt und von Pilzen befallen. Selbst der beste Buchbinder könnte da nichts mehr retten. Und ich bin nicht mal ansatzweise der Beste. Die Bücher haben selbst... Okay, dann reden wir mit diesem neunmal klugen Buch hier hinten. Klugscheißer. Hallo? Wilbur, ich habe lange auf dich gewartet. Was? Du hast auf mich gewartet? Du hast auf mich gewartet? Natürlich, viele Jahre. Seit damals. Was? Ich kann mich nicht daran erinnern, dir schon mal begegnet zu sein. Bist du ja auch nicht. Doch, natürlich. Viele Jahre in der Vergangenheit. Es ist nur noch nicht geschehen. Hä? Wer bist du? Ein Zeitreisebuch? Wer bist du? Nenn mich Albert. Albert, das Buch der Zeitreisen. Oder wahlweise Albert der Wirrkopf. Ich weiß alles, was es zum Thema Zeitreisen zu wissen gibt. Kapitän Nate ist in der Zeit zurückgereist. Er hatte ein Amulett vom Erzmagier. Aber unser verwirrter Freund da meint, man könne ganz ohne Magie in der Zeit herumreisen. Nur in die Vergangenheit. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Schon mal das Wort Paradoxon gehört? Wenn es möglich wäre, könnten wir die armen Bücher davor retten, durchgeweicht zu werden. Und wie genau soll das deiner Meinung nach funktionieren? Zeitreisen ohne Magie, meine ich. Nun, wie alle Reisen mit Büchern funktionieren. Du liest über eine Zeit, stellst sie dir genau vor und dann schwupps bist du da. Schwupps, talala. So einfach ist das. Oh, ist ja schön. Es funktioniert. Würde es nicht funktionieren, hätte ich nie etwas von dieser Methode erfahren. Es kann nicht schaden, wenn ich es mal versuche. Schick mich in die Vergangenheit. Bist du dir ganz sicher? Die Vergangenheit ist ein seltsamer Ort. Erzähl mir davon. Also gut, hör zu. Oh, eine Geschichte über die Vergangenheit. Und die Welt war dieselbe und doch anders. Was? Was ist das hier? Geil. Ist ja wie Monkey Island hier. Die Bücher sind immer noch, oder vielmehr schon, vergammelt. Ich bin nicht weit genug zurückgereist. Verdammt. Abgesehen davon, dass alles so seltsam aussieht, hat sich in der Bibliothek nicht viel geändert. Nee, das stimmt. Es gibt ein paar Bücher mehr und dafür etwas weniger Staub. Das ist alles. Wir können nur... Hallo, könnt ihr immer noch sprechen? Was heißt hier immer noch? Wir konnten schon immer sprechen. Wir sind lebendige Bücher. Und du bist? Wilbur. Aus der Zukunft. Wie unbeeindruckt. Sagt einmal... Warum sieht hier alles so seltsam aus? Warum sieht hier plötzlich alles so seltsam aus? Seltsam? Wieso seltsam? Es sah hier noch nie anders aus. Doch, in meiner Zeit ist alles viel schärfer und detaillierter. Irgendwie. Doch, in der Zukunft ist also alles schärfer. Ja. Ja, und ich bewege mich irgendwie auch ganz komisch. Hast du in letzter Zeit einen harten Schlag auf den Kopf bekommen, junger Freund?
Vielleicht solltest du einen Medikus aufsuchen. Die Bücher dort in der Ecke, sind sie schon lange vergammelt? Eine tragische Geschichte. Vor einigen Jahren sollte jemand ein Loch im Dach reparieren, tat es aber nicht. Deswegen bin ich hier. Ich bin wohl nur nicht weit genug in der Zeit zurückgereist. Kann ja mal passieren. Ja, eben. Ein Buch über Zeitreisen hat mich hierher geschickt. Wo ist es? Es hat nicht aufgehört, über seine dummen Zeitreisen zu sprechen. Wir haben dafür gesorgt, dass es endlich den Deckel hält. Ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Ganz wie du willst. Okay. Wo ist es denn? Ach da. Befreien wir das Zeitreisebuch. Einfach ein Buch unter seinesgleichen zu begraben. Also wirklich. Nicht sehr nett, was die anderen mit dir gemacht haben. Bücher sind sehr konservativ. Wenn man einmal etwas in sie hineingeschrieben hat, sind sie nur schwer von etwas anderem zu überzeugen. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin wirklich hier. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber was hat funktioniert? Die Zeitreise. Du hast mich in diese Zeit zurückgeschickt. Ich habe... Es hat funktioniert? Ja. Es hat funktioniert. Ich habe es immer gewusst. Schick mich noch ein paar Jahre in die Vergangenheit. Wie geht das? Das hier ist eine magische Bibliothek. Du erzählst mir von der Vergangenheit und ich stelle sie mir genau vor. Ich verstehe. Also gut. Vor ein paar Jahren sah es hier noch ganz anders aus. Das ist doch, hallo? Hallo? Psst, das ist ja eine Bibliothek. Warum schreist du hier so herum? Aber das ist es ja. Ich kann mich nicht hören. Wie meinst du das? Du kannst dich nicht hören. Die Wörter, die ich sage, ich bin stumm. Albernes Gerede. Wenn du stumm wärst, wie könnten wir beide uns miteinander unterhalten? Ich weiß es nicht. Oh, eine Werkzeugkiste. Eine Werkzeugkiste, endlich eine Spur des unzuverlässigen Handwerkers. Machen wir die mal auf. Abgeschlossen, verdammt. Hey, ihr seid heile. Warum sollten wir nicht heile sein? Wegen des Lochs in der Decke. Es wird durchregnen und ihr werdet nass. Ach, darum wird sich schon jemand kümmern. Ich komme aus der Zukunft und sage euch, ihr befindet euch in schrecklicher Gefahr. Ach, ihr jungen Leute müsst immer alles überdramatisieren. Aber... Komm, liegt man ein paar Jahre hier, soll man schon wieder woanders hin. In der Ruhe liegt die Kraft, mein hektischer Freund. Aber das Dach, das Loch... Ihr müsst einfach nur ein Stück zur Seite rutschen, dann kann euch das Wasser nichts antun. Wir sind zu alt, um uns zu bewegen. Außerdem ist das hier unser Platz. So wichtig kann der Platz wohl nicht sein, vor allem wenn es um euer Leben geht. Nicht so wichtig? Dieser Platz hat genau den richtigen Abstand zum Kamin, um schön warm zu sein, aber nicht zu warm. Im Sommer treffen sich jetzt alle schon von da und dort und wir haben den ganzen Tag gut im Blick, ohne uns ständig drehen zu müssen. Wir bleiben genau hier. Es ist unser Platz. Ich sehe die Leiter und das Werkzeug, aber ich sehe keinen Handwerker. Oh, er ist nur kurz rausgegangen, etwas holen. Er kommt nicht zurück, da bin ich mir ziemlich sicher. Wieso? Im Frühjahr ist es 5 Jahre her, dass er verschwunden ist. Irgendwann in den nächsten 20 Jahren schafft jemand euch an die Leiter und das Werkzeug hinaus, dann seid ihr schon vergammelt. Na hör mal, sowas sagt man aber nicht zu alten Büchern. Und wir haben bestimmt noch das ein oder andere Jahrhundert vor uns. Ich komme gleich wieder. Wir bleiben hier. Ja, das ist ja das Problem. Okay, haben wir irgendwas hier? Wir haben noch den Öffnenzauber. Öffnenzauber. Warum geht der nicht? Je weiter man in die Vergangenheit reist, desto spartanischer scheint alles zu werden. In dieser Zeit gab es wohl nur eine Handvoll Farben. Verrückt. Was würde wohl passieren, wenn ich mich immer weiter in der Zeit zurückreisen würde? Würde ich mich dann irgendwann einfach auflösen? Dann reden wir mit dem Zeitreisebuch. Da bist du ja wieder. Du hättest mich warnen können, dass man in dieser Zeit nicht reden hört. Das ist ziemlich irritierend. Kennen wir uns?
du bist doch das Zeitreisebuch. Nein, der Bibliothekar hat mich gerade erst gebunden. Ich weiß, was dein Thema sein wird. Zeitreisen. Zeitreisen? Klingt ziemlich verrückt. Ja, aber es funktioniert. Zumindest an diesem Ort. Du hast mich hierher geschickt. Ich habe dich... Zeitreisen. Du bist das einzige Buch, das sich damit auskennt, was allerdings auch so einige Probleme mit sich bringt. Ja, aber Zeitreisen. Ich werde alles darüber lernen. Die Worte werden nur so auf meine Seiten fliegen und jeder wird in mir lesen wollen, denn nur ich kenne mich damit aus. Juhu! Aber halt! Wie komme ich denn jetzt... Toll. Toll, dass wir auch so viel tun können hier. Ah, wir können die Leiter nochmal angucken. Leiter? Die Leiter führt bis zu einem Rundgang dort oben. Von dort kann man vermutlich das Dach erreichen. Okay, die können wir emporsteigen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Monkey Island The Book of Unwritten Tales 2. Macht's gut. Tschüsschen.